So, wir fangen gleich an. War, es nebelt ein bisschen. Ach, hier lang. Gut. Ja, unser Auftrag ist es, die jetzt die Fabrik endgültig zu zerstören. Was ich jetzt endlich mal erwähnen möchte, ist, ich hatte auf meinem Kanal geschrieben, dass ich ein Special-Video mache. Also der erste Part von dem Spiel, also Star Wars Republic Commando, war es im Prinzip mein Special. Das war mein geheimes Let's Play. Und ich hoffe, es gefällt euch. Hey, ich wollte ihn kaputt machen. Ja. Ich mal kurz meine Boxen näher. Wow. Ey. Mach nicht meine Leute kaputt. Wow. Ich will nicht brennen, ich will nicht brennen. Wow. Ah. Naja, den wollte ich nehmen, aber egal. Ah, Waffe. Haben wir die noch auf 5? Ja. Wir brauchen die gleich mal auf. Wow. So, ich mach mal Quick Save. Ah.
Ja, toll. Gerade aufgestanden, was passiert? Ich werde mit einer Rakete angeschossen. Komm, weg hier vom Fenster. Weg hier. Ach, die Scheißwaffe ist immer noch nicht alle. Ja, ewig, oh mein Gott. Also die hat nicht ewig, aber die hat sehr viel Muni. Ach, endlich weg. Meine Nerven. Wow. So, ich renn schon mal los. Boah, gut, dass ich mich nicht selbst getroffen habe. Auf mir zu einem. Nee, ich sag nix. Das wäre Spoilern auf eine Weise. Ja. Joint core ship. We need you to infiltrate the core ship and retrieve its launch code.
Wow. Hallo. Geht's noch? Ja, komm, mach. Na, du bist nett. Ja, also er hat gesagt, da ist ein verlassenes oder nicht angeschaltetes Droiden-Kontrollschiff, das wir infiltrieren sollen. Und da sollen wir ein paar Codes runterladen, die wichtig sind. Oh nein, hier. Wow. Ja. Komm, schieß mich einfach ab. Da haben wir was von. Okay, wir haben jetzt alle Granaten. Ja, also wir legen die Überreste eines Gunships. Wow. Ich hole jetzt mal die Feinde von dem nächsten Dings. Da ist er. Bam, weg. Okay, jetzt sollte ich rennen. Und explodiert. Weg. Ich gehe mich mal heilen. Können wir den nicht mehr nehmen? Also, sah von hier so aus, als wenn Fixer.
werde jetzt aus Prinzip mal mit der Pistole rumrennen. Weil falls ich mich recht erinnere, kriegen wir nicht so viel Munition hier gespendet.